Rapid Detection and Response Service von F-Secure. Ein weiterer Rohstoff von Rittersport. Schnell, sicher, gut. Ein paar Fakten zu Rittersport. Unser Hauptsitz und einziger Produktionsstandort befindet sich in Waldenbuch. Hier arbeiten ca. 1100 Mitarbeiter und weltweit ungefähr 1400 Mitarbeiter für Rittersport. Das Produktionsvolumen beträgt ungefähr 300 Tonnen pro Tag. Nachdem wir F-Secure eingeführt hatten und mit dem Produkt auch zufrieden waren, gab es hier in der Nähe einen Vorfall bei einer anderen Firma, die ebenfalls ein gutes Antivirusprodukt im Einsatz hatte, allerdings durch das nicht geschützt werden konnte, weil der Trojaner sich trotzdem einen Weg in die Firma gebahnt hat und die gesamte Produktion lahmgelegt hat. Das hat uns zu der Frage bewogen, wie können wir uns noch besser schützen. Ungefähr in diesem Zeitraum kam dann auch der F-Secure-Partner, der uns betreut, auf uns zu und hat gemeint, es gibt ein neues Produkt von F-Secure, das sich RDS nennt, Rapid Detection Service, und ob wir uns nicht mal anschauen möchten. Ja, nach kurzer Testphase, wo die Einführung so leicht war, wie es auch beschrieben wurde, was selten der Fall ist, haben wir uns dafür entschieden, auch RDS einzuführen. Kommen wir zu einem realen Fall. Wir hatten, wie gesagt, RDS dann schon im Einsatz. Eines Tages ruft mich das Rapid Detection Center an und hat nach dem Passwort gefragt. Kurz zum Hintergrund, man muss sich natürlich am Telefon authentifizieren, dass man wirklich auch man selber ist und dass die sensiblen Informationen nicht in falsche Hände geraten. Allerdings trotzdem nach späterem Rückruf kam dann wirklich die erste Soforthilfe zum Tragen. Während des Alarms bekommt man direkt die Info, was für ein Trojaner es ist, was er anrichten kann und natürlich auch die Handlungsempfehlungen, wie man am besten vorzugehen hat, um weiteren Schaden abzuwenden. Dann ein Fazit zu RDS. Die Frage ist immer für die Firma, lohnt sich RDS? Also für uns auf jeden Fall. Wir haben durch den RDS-Mechanismus einen riesen Gewinn an Sicherheit auf Basis der aktuellsten Schutzmaßnahmen. Und was uns auch im Besonderen bewogen hat, auf RDS zu setzen, ist die menschliche Instanz, die zuletzt auf die Meldung draufschaut und ja, wirklich eine, sag ich mal, fundierte Entscheidung geben kann. Ist es ein wirklicher Alarm oder ist es normal für die Firma? Die schnelle Hilfe, wenn es drauf ankommt, wenn man sie am meisten benötigt, die ist wirklich Gold wert.